Hi, ich bin Philipp, das ist Folge 72 von Digi Fernunterricht. Ich möchte über meine Erfahrungen mit mündlichen Prüfungen sprechen, zeigen, wie ich das technisch gemacht habe, was aus meiner Sicht Vorteile waren, vielleicht auch gewisse Schwierigkeiten mit diesem Prüfungssetting. Vorausschicken muss ich, dass ich gehalten war, Prüfungen durchzuführen, aber ich musste den Schülerinnen und Schülern damit einfach die Möglichkeit geben, ihre Noten zu verbessern, die sie schon hatten, und habe dann mich für mündliche Prüfungen auch deshalb entschieden, weil eine mündliche Abschlussprüfung geplant war, sich einige Schülerinnen und Schüler auch schon darauf vorbereitet haben, und habe dann diese Vorbereitung genutzt, um dieses Format auch anbieten zu können. Ich habe auch andere Prüfungen gemacht, aber dieses mündliche Prüfungsformat hat mich jetzt sehr überzeugt, weil es sehr reibungslos lief und weil es auch gewisse technische Vorzüge hat, die ich jetzt auch gleich zeigen kann. Es war so, die Schülerinnen und Schüler müssen literarische Werke auswählen und haben für mich jetzt eine kleine Liste machen müssen, aus denen ich dann einen Text auswähle. Und ihre Liste habe ich jetzt hier in eine geplante Besprechung eingefügt, habe den zeitlichen Ablauf auch erwähnt, die Modalitäten der Prüfung. Das ist für mich echt starkes Feature, weil es so möglich ist, dass die geprüfte Schülerin, der geprüfte Schüler und ich gleichzeitig Zugriff haben auf so die Rahmenbedingungen. Also weder ich kann mich da täuschen, ich kann sicher nachschlagen, ich habe das auch sofort dann in meinem Kalender drin, wann die Prüfung stattfindet, und die Schülerin oder der Schüler hat das genau gleich auch im Kalender drin. Man kann dann da draufklicken, sieht, ah ja, das waren die Texte, über die wir sprechen. Also diese Planung und diese Vorbereitung, das finde ich echt stark, wie das jetzt hier in Teams gelöst ist. Dieser Termin ist dann einfach für mich und für die geprüfte Person sichtbar. Expertinnen und Experten habe ich keine dazu geholt, das wäre etwas zu aufwendig gewesen, aber grundsätzlich wäre das auch möglich, dass man das zu dritt, zu vier, zu fünft macht. Also man kann die Besprechungen beliebig erweitern. Und diese Besprechung so planen zu können, das finde ich sehr stark, weil es mir erlaubt hat, dann eigentlich völlig flexible Terminabsprachen mit den Schülerinnen und Schülern zu wählen. Der zweite Punkt ist, dass man bei diesen geplanten Besprechungen einen Chat bekommt, eine Dateiablage, und hätte auch ein Whiteboard. Auf dem Whiteboard könnte man jetzt im Mathematikunterricht, Biologieunterricht, könnte man Formeln, Diagramme zeichnen lassen, diskutieren. Das wäre sehr einfach möglich. Also man hat wie einen gemeinsamen Notizblock, auf den dann alle draufschreiben können. Ich brauche das weniger. Ich brauche einfach die Möglichkeit, einen Auszug zu verschicken, Textauszug aus dem Text. Das habe ich hier jetzt gemacht. Also dieser Textauszug, den seht ihr da oben rechts. Dann habe ich das PDF geschickt. Das ist jetzt 2 Minuten, bevor die Vorbereitungszeit begonnen hat. Dann habe ich das bekommen, also habe ich die Rückmeldung bekommen, dass das jetzt angekommen ist bei diesem Schüler, wann die Prüfung stattfindet. Und man sieht ja, dass ich die Besprechung auch aufgezeichnet habe, und das habe ich nur deshalb gemacht, damit ich dann für die Bewertung mir das Ganze nochmal ansehen kann. Danach lösche ich diese Prüfungsaufzeichnungen und habe dann direkt in diesem Chat auch das Feedback geschrieben, habe das ausformuliert, und dann unten steht jetzt auch noch die Note. Das habe ich weggelassen. Das wäre auch möglich, das völlig außerhalb von Teams abzuwickeln. Das habe ich jetzt in diesem Fall nicht gemacht, habe ich die Note dann auch gleich mitgeteilt. Und also so entsteht ein Zusammenhalt für diese Prüfung. Ich habe eine Aufzeichnung, ich habe die Dateien, die mit der Prüfung verbunden sind, ich habe die Planung, die Themenvereinbarung, alles an einem Ort in diesen Teams drin, und kann das alles so abwickeln, dass eigentlich nur die betroffenen Personen davon Kenntnis haben. Und das fand ich jetzt wirklich sehr hilfreich, so dann auch die Prüfung durchzuführen. Und ich habe auch als sehr befreiend erlebt, dass ich diese Prüfung von zu Hause aus oder von einem Arbeitszimmer aus durchführen kann und die Schülerinnen und Schüler auch zu Hause sind. Ich finde,
dieses Händeschütteln und das, ich bin in einem Raum, in dem ich noch nie war und da ist eine Expertin und Experte und was denken die jetzt über mich und was mache ich jetzt genau mit den Händen. Da fand ich das Setting, das jetzt vor dem Computer zu machen, viel angenehmer, auch für die Schülerinnen und Schüler. Der Nachteil ist so ein bisschen, diese Vorbereitungszeit ist komplett unbeaufsichtigt. Also da wäre es natürlich möglich, dass die Schülerinnen und Schüler sich auch mit jemandem noch über den Auszug unterhalten. Das kann ich jetzt nicht kontrollieren. Grundsätzlich könnte ich den Call auch schon vorher starten und ihnen dabei zusehen, wie sie sich vorbereiten, aber das mache ich im Schulhaus auch nicht. Sie sind dann im Zimmer und da spreche ich sie auch nicht ein, aber da ist natürlich viel, viel schwieriger, diese Art von Betrug da zu wählen. Trotzdem müssen sie ja dann in diesen 15 Minuten im Prüfungsgespräch bestehen und etwas Zusammenhängendes, Gehaltvolles sagen und es reicht nicht, die Stichworte, die einem jemand eingegeben hat, dann irgendwie abzuspielen. Ja, ich habe auch von den Schülerinnen und Schülern gutes Feedback auf dieser Prüfungsform erhalten. Die haben natürlich den Vergleich nicht, die haben jetzt nicht diese Prüfungssession durchgeführt, in denen sie viele mündliche Prüfungen vor Ort hatten, sondern sie kennen dieses Setting in Teams. Aber ich würde auch weiterhin solche Prüfungen durchführen. Auch das Ansehen von Aufzeichnungen ist besonders dann, wenn man viele Prüfungen hintereinander hat, ist das wirklich hilfreich, weil ich dann oft Dinge vergesse, auch gar nicht mehr so genau mich an Antworten erinnern kann und ich kann dann wirklich nachsehen, wie war die Formulierung, hat das wirklich so gestimmt. Deshalb ist das wirklich ein Format, das mich überzeugt, das ich weiterhin machen möchte, solange ich Prüfungen machen muss. Ich mache sehr gern mündliche Prüfungen und finde auch, die Gespräche sind dann meist auch für mich lehrreich. Wir können auch gemeinsam teilweise Erkenntnisse zu Texten gewinnen, auf die wir beide so einzeln gar nicht gekommen wären. Das waren so ein paar Einblicke in diese Funktion mit Teams. Ich denke, man kann die eigentlich mit jeder Art von Videosoftware kann man das durchführen. Also es braucht keine speziellen Anforderungen. Also ich kann das auch mit Jitsi Meet, ich kann es mit Skype, ich kann es mit FaceTime, ich kann auch über einen WhatsApp-Anruf so ein Gespräch durchführen. Ich habe hier einfach diese integrierte Möglichkeit, Dateien hochzuladen, Chat durchzuführen, Besprechung aufzuzeichnen, alles in einem Tool. Das ist das, was Teams so attraktiv macht, dass ich wie nicht noch in eine andere Umgebung wechseln muss, was jetzt bei vielen dieser anderen Lösungen halt so nicht der Fall wäre. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.